Und weiter geht's mit, ja, wie soll es auch anders weitergehen als mit einem Runde beenden. Ich mach's ja auch extra so, dass ich bloß nichts vergesse. So, wenn ich jetzt irgendwas offen lasse und in den nächsten Part gehe und ich mache irgendeine Pause oder so, dann vergesse ich das höchstwahrscheinlich. Deswegen erledige ich meistens irgendwas und mache in der nächsten Aufnahme einfach das Runde beenden. Das ist am sichersten für mein Gedächtnis und so. So, Ehrengrad, du bist mal aufgerüstet, das ist wunderbar. Oh, wir haben ja sogar einen Doc. Also jetzt nicht im Sinne von einem Doktor, ihr wisst schon. Ein Ork-Doc. Jetzt haben sie es wieder besetzt. Wisst ihr was, ich könnte wirklich so dreist sein. Ich bin so dreist. Komm. Kommen wir denn da hin, wenn man nicht dreist sein darf? So. Der hat es mit den paar Leuten besetzt. Das dürften wir sehr gut hinbekommen. Der kriegt schön weiter Verschleißschaden. Das kann gerne so bleiben, wenn er da unbedingt das drauf anlegt. So, Vlad, du machst mal das Ding hier kaputt. Festlich. Vlad with Vlad. Vlad for the Blood. Jetzt kann ich natürlich nicht abhauen, aber in der Nähe ist nichts, was gefährlich werden kann. Alles klar. Er kommt nicht rechtzeitig rüber. Alles klar. So, du kommst mal wieder ein bisschen rüber, um ein bisschen aufzupassen. Die ganzen Zwerge könnten mal auch wieder wegmeucheln. Ich sehe die meistens. Gott, ey, wir erreichen echt noch Runde 500, glaube ich, in diesem Let's Play. Auch wenn es gut vorangeht. Kannst du dich mittlerweile verteidigen, Werner? Ich glaube, der kann eh hier Ehrengrad noch nicht angreifen in der nächsten Runde, selbst wenn er es will. Von daher... Ein kleines bisschen Garnison ist da, der wird sich das nicht trauen. Gut, dann würde ich mal sagen, Heinrich Kemmler kommt mit und dann machen wir echt mal unseren großen Vorstoß. Dann wirst du erstmal wieder hier plündern und Heinrich Kemmler geht ein bisschen weiter und plündert die anderen Dinge. Lass mal da echt mal ein bisschen vorstoßen und schauen, dass da echt mal so der Korken reingesteckt wird. Im Sinne von dicht machen. Wäre schon ganz angenehm. Ja, sehr viel mehr geht gerade wieder nicht. Oh nö, so langsam wie der sich wieder bewegt. Ja, komm, wie viel denn noch? Da kommt mir ziemlich viel da lang gelatscht. Aber bis die da mal ankommen... Sophie. Unsere Banshee wurde abgeschlachtet. Und zwar kritisch. Klasse. War klar, dass sowas mal passieren muss. Machen wir die Migration. Das heißt, wir brauchen eine neue Banshee. Moment, es ist... Ah, nee, das war nicht unsere erfahrene, das war die unerfahrenere. Okay. Dann ging's noch. Dann ging's noch knapp. Hätte schlimmer sein können. Trotzdem hätte ich... Nach allem eine neue Banshee, bitte. Was holen wir denn für eine? Feindliche Erfolgschance minus 3. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Machen wir das mal. Holen wir mal die heitere. Erstmal die Chance schon mal geringer, dass sie uns kritisch abnippelt. So. Apropos kritisch abnippelt, das kannst du mal gerne machen. Jawoll, geil. Ich hab's noch beschworen. Hätte ich gedacht, dass das jetzt hinhaut. Das war halt einfach nur so ins Leere gesprochen. Okay. Schön, schön, schön. Wenn du in einem feindlichen Gebiet bist, kannst du mittlerweile auch ganz gut plündern. So, da bewegt sich wieder einiges sehr Unangenehmes. Ziehen wir Vlad ein bisschen so mit hin. Ghost, der Horst. So. Würde mal sagen, wir hauen mal wieder drauf. Nochmal niederreißen. Wenn ihr immer wieder Geld ausgeben wollt, um das Ding zu besiedeln, dann bitte. So gemein. Normalerweise dürfen Chaosstämme... Der Nachteil von Chaosstämmen ist der, dass sie eben... Oh, ich glaube, von hier geht es leichter. Nachteil von Chaosstämmen ist einfach der,
Sie können keine Siedlungen gründen für normal. Also jetzt mal abgenommen von den Vagern und den Skellingern. Dafür können sie unterwegs Lager bauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Vager und die Skellinger den Vorteil des Chaos mitnehmen, dass sie unterwegs, dass sie diese Stammeslager haben, die sie mitnehmen und gleichzeitig Siedlungen besitzen dürfen. Das ist voll übel. Ich habe oftmals schon gesehen, wie die sich unterwegs voll aufgerüstet haben. Oder? Oder habe ich mich da vertan? Vielleicht kann es auch sein, dass die doch keine Lager unterwegs haben. Und das doch sehr klassisch machen. Kann es sein, dass die oft so unterwegs zur Bronzefestung sind? Ich glaube, ich mache immer einen Leichenhaufen hin. Ja, so ein paar Leichen aufstellen. So, das sieht doch schon viel schöner aus. Viel wohnlicher auf einmal. So, je nachdem, wo die sich hinbewegen, kann ich noch schnell zur Bronzefestung mit hin. Alles klar. Das Ding zu erhöhen für 50 mehr. Korruption ist sowieso gerade schon ganz gut. Was möchte ich hier hin machen? Möchte ich hier nochmal einen Teil... Die öffentliche Ordnung dürfte sich eigentlich stabilisieren. Ja, entweder das oder das für die vampirische Korruption. Wir können mal vampirische Korruption wieder ein bisschen anfeuern. Okay, du regenerierst dich noch restlich. Wunderbar. Vielleicht kannst du später auch noch mitmachen beim Vorstoß. Du kommst ja nicht mehr zurück, nö. Und unten habe ich, glaube ich, auch alles gemacht, was zu machen geht. Alles klar, dann können wir weitergehen. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit dir anfangen will, Werner. Ich könnte dich so auf Allrounder skillen, überall ein bisschen was, aber das ist nicht so wirklich effektiv. Das Bundes für Kavallerie wäre auch eine Möglichkeit, ihnen so viel Kavallerie, einfach so viele Fluchritter zu geben. Ich glaube, mit ganz vielen Fluchrittern hätte man auch ganz schön was. Ich meine, Gruftschrecken sind auch gut, aber massig Fluchritter können auch ordentlich reinreschen. Das haben wir oftmals schon gesehen. So eine reine Reiterarmee wäre schon cool, vor allem, da er auch ein Pferdchen haben kann. Gut, er hat später einen ganzen Drachen. Damit kämen wir zwar den ganzen Troll-Kavalleristen nicht hinterher, aber wäre gar nicht mal nötig. Wir würden sehr schnell in die Gegner reinpreschen. Und das sehr effektiv sogar. Wäre eine Idee, dass wir mit ihm eine Fluchritterarmee machen. Das hatte ich ja sowieso schon mal vor und kam nicht dazu. Dann machen wir das vielleicht. Dann machen wir mal das und gehen tatsächlich auf Reiter der Nacht dann. Soon I'll be all powerful. So, Steine. Wir können natürlich auch mit Gruftschrecken kombinieren. Was spricht dagegen? Du, mein lieber Meister Nekromant, kriegst mal ein Pferdchen. Obwohl wir das sowieso dich wieder austauschen, sobald unser anderer Herr wieder da ist. Du, stimmt ja. Okay. Jetzt aber. Elise, räum mal bitte noch ein bisschen auf. Oh Gott, ne. Wir waren erst vor kurzem noch zu erfolgreich dafür. Doof. Hier irgendwas aufgemuckt? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann würde ich tatsächlich hier mal den Weg gehen und schnell gucken, dass wir hier noch befestigen. Hier kriegen wir noch ein bisschen Einkommen. Hier kriegen wir Einkommen. Hier wird es sich halt mehr lohnen, das zu machen. Aber können wir uns gerade nicht leisten. Sein, wir würden irgendjemanden gerade besiegen oder plündern. Haben wir da gerade einen geeigneten Kandidaten hier oben irgendwo? Da hinten. Der wird uns doch eh abhauen und wir kommen eh nicht richtig ran. Von daher gehen wir zurück. Du kannst mal jetzt hier besiedeln eben. Machen wir das so.
Let us make doom. Death calls. Mit dem Plündern, wenn du dann ein bisschen weiter bist, kannst du auch ganz gut was erreichen. So. Schauen wir mal, wo wir mit dir hinkommen. So. Unterstützung wird dann später auf jeden Fall kommen, das ist klar. Ja, wo sind die jetzt lang? Mittenheim hat ja mittlerweile auch eine ganz gute Befestigung, muss man ja durchaus sagen. Ich würde mal sagen, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, gucke ich mal zur Bronzefestung. Nur für den Fall, dass die da rechts lang gehen und ich sehe es gerade nicht. Weil wenn, dann soll schon wenigstens die erste Befestigung fertig sein. Ja, das war's schon wieder für diese Runde. Das Ding ist gerade nicht so wirklich zu plündern. Da sind ein paar zu viele Zwerge drin. Von Togrim Grollbart höchstpersönlich geführt. Karas Akarak hole ich mir später. Ja, muss erstmal so reichen. Ah, ein Erlass. Machen wir mal Wachstum und Korruption. Komm, du kriegst mein Pferdchen. Hier brauchen wir eh nichts mehr, oder? Dann würde ich mal glatt sagen. Du gehst mal hier rüber nach Ehrengrad und das ist ein ganz anderes Zeug. Da müssen wir es auch bald ordentlich aufbauen. Und es rentiert sich dann doch hier nochmal die Reduzierung mit reinzuknallen. Wie gesagt, einen Nekromant noch ganz mit runterzunehmen. Ich meine, wir könnten ihn mitnehmen. Was brauchen wir denn noch hier oben? Wir haben ja noch ein bisschen was aufzubauen. Ja komm, geh mal mit runter. Hauptsache, du wirst mir nicht gemeuchelt. Yay, der Victor ist wieder da. Würde ich mal sagen, den holen wir auch gleich wieder zurück. Victor, Moment mal, Victor war... Hatten wir wirklich Nekrom... Hatten wir nicht... Ach nee, 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 unser Vampirfürst war... Stimmt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Da hat ja auch den extra Bonus gehabt für Todeswölfe und Vampirfledermäuse. Das ist ja das Besondere bei dir. Aber viel zu viel anderes Zeug mit dir eigentlich dabei. Du bräuchst mehr Todeswölfe und Vampirfledermäuse. Oder eben more Minions. Das ist natürlich auch nicht... Oh, die Schwertbucht können wir gleich von hier erwischen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und wir... Hals, hörst du auf damit? Und wir kriegen gleich noch ein bisschen Kohle vom Plündern der Schwertbucht. Das ist klasse, würde ich sagen. Der irrt weiterhin hier durch die Gegend. Wir haben ein bisschen mehr Geld, dann nutze ich das Geld lieber, um den Hafen auszubauen. Oh, wenn ich das schon wieder sehe. Hört mit dem Scheiß auf, ganz ehrlich. Ja, super. Ich warte noch drauf, bis das Ding mal unbewacht ist. Dann hau ich drauf. Reparieren, reparieren, das kostet zum Glück nicht ganz so viel. Oh, ich muss es trotzdem reparieren, ständig. Das macht es nicht wirklich besser. So, Nekromant braucht noch ein bisschen, bis er da ist. Will ich so lange vielleicht sogar noch warten, bevor ich irgendwas ausbaue? Vielleicht mache ich das sogar so. Das Ding lasse ich natürlich jetzt noch, aber so den Hafen auszubauen, da könnte ich dann doch rentieren. Ja, wieder das Klassische hier. Aber gerade hier die Korruption zu machen, weil wir da ins Nachbargebiet reinseuchen quasi, das wird cool. Das könnte sehr, sehr viel bringen. Wenn wir die Dinger hier sowieso schon nicht besiedeln dürfen. Oder könnten wir nicht? Ich glaube, die Nordteile können wir nicht besiedeln. Nicht, dass ich das jemals gesehen hätte.
Wir hatten auch nicht die Option zu besetzen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das Gebäude für Wachstum, dass das ein bisschen schneller geht hier. Oder auf Nummer sicher gehen und eine Befestigung bauen. Wir können tatsächlich auf Nummer sicher gehen und erstmal den Geisterzaun bauen. Dass wir tatsächlich keine Angst um unseren Rücken haben können. Sollten. Oder wir drücken die Korruption weiter hoch. Ich fange tatsächlich mit dem Geisterzaun an. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt. Dafür haben wir den doch extra hergeschickt. Und wir haben ja noch nicht mal... Was? Jetzt nochmal bitte. So. Ach, das habe ich abgebrochen vorhin. Oh Mann, nicht Depp. Oh Mann. Oh Mann. Nein. Egal. Dauert eine Runde länger. Was soll's. Okay. Von Garstein. So, Zwerge, pisst mir bitte nicht wieder hier auf meinen Teppich. Ist nicht gut. Oh Mann, ich habe den voll außer Acht gelassen. Oh Mann. Die gehen mir auf den Sack, die Typen. Aber es steht noch, Weißmund. Trotzdem nicht allzu gut. Die Großherden kommen. Oh Gott, was da schon wieder alles Erfolg ist. Aber wurde schon wieder sabotiert eben. Ja, der wird jetzt hier auf Weißmund rumtreten. Blöde Potzer. Ich habe hier einen... Nee, natürlich habe ich ihn noch nicht. Hier haben wir sowieso gerade nichts da. Marienburg könnte ja schon lange ausgebaut werden. Oh Mann. Also den Hafen auf Maximum. Boah, brauchen wir dafür Geld. Dann kann ich hier leider keinen rekrutieren. Kriege ich hier mal schnell einen her. Unser Herr Steiner braucht erstmal noch ein bisschen. Da holen wir mal den Siegfried her. Aber sehr viel holen kann er sich leider nicht. Weißmund müssen wir im Notfall wieder neu besiedeln. Das wird jetzt wahrscheinlich bald niedergerissen. In Zukunft kommt er auch zu allerersten Tor hin dann. Also so schnell wie es geht. Es nervt langsam einfach nur noch. Wollten wir hier wohl angrenzende Gebiete sind die, die werde ich sowieso besiedeln. Andererseits, wir haben ja schon ein Einkommensgebäude. Ja, kommt. Machen wir Korruption. Wie ich gehört habe, soll die höhere Korruption ja auch für mehr Steuereinnahmen sorgen. So habe ich das zumindest gehört. Gerüchte gehen oben. So, du bereitest dich schon mal vor, hier wieder ein bisschen zu nerven. Weil die wollen bestimmt, dass sie wieder zurückholen. Du sagst einfach nein. Das ist deine Aufgabe. Stell dich einfach hin, hältst die Hand vor und sagst nein. Was haben wir denn da? Boah, wieder Eisenbrecher bis zum Erbrechen. Ja, meine, ich würde unglaublich gerne mit dir jetzt. So, wir sind im Gebiet, kann ich dich entsenden? Wunderbar. Kriegen wir auch den Hafen sehr günstig. Der Geisterzaun ist erst nächste Runde fertig. Das wird mir arg riskant. Kommst mal mit. Nur für den Fall. I am
Und du stellst dich so ein bisschen hier daneben, dass wir auch alle zusammenkämpfen, sollte ja einer angegriffen werden. Dann trauen sie sich bestimmt auch nicht, hier Unfug zu bauen. Hau dem Teilen eine rein. Wunderbar. Safen wir mal wieder. Voll korrekt safen. Elise. Ist auch so ein wunderbarer Plärrname. Einfach so viele Vokale drin sind. Ab drei Vokalen wird es ein richtiger Plärrname. Beispielsweise auch Dominik. Du bist der Herzog der Bestien. Du kriegst von mir tatsächlich ja auch Größe und dann vielleicht auch die Kreaturen der Nacht und solche Späße. Ja, hier, scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Da wird's eh nochmal plündern jetzt. Jetzt verkrümelt er sich wieder. Dachte ich's mir glatt. Jetzt sind die Agenten wieder am Rumpimmeln hier. Mann. Ja, es war so klar. Es war klar. Jetzt wird es wahrscheinlich niederreißen. Das hier geht mir einfach so auf den Sack. Einzige Siedlung, die noch nicht mit der Mauer gesichert ist. Ja, wahrscheinlich geht es ja genau deswegen da rein. Höchstwahrscheinlich. Wir können ein bisschen was aufheben. Hast du eigentlich irgendwelche besonderen Boni? Jetzt nichts an Eigenschaften, was besonders wären. Ansonsten habe ich dich auf Kampf getrimmt. Von daher kann es bei dir eigentlich egal sein. Der reinen Kosten halber sollte ich dir aber trotzdem... wenn ich mir angucke, was der Gegner so hat, wären ein paar Gruftschrecken aber nicht schlecht. Können wir leider nicht ausbilden. Ja, zumindest ein Wargulf. Ja, Wargulfs haben Führerschaftsprobleme, aber das ist bei den ganzen starken Einheiten leider so. Also Wargulf und Flitterbestie, die haben beide das Problem. Machen wir es so, komm. Dass du ein bisschen mehr auf den Rippen hast quasi. Haha. Wessen Skelett wäre das ein bisschen besser, der Witz. Kann ich den angreifen von hier aus mit ihm? Mit dem Siegfried? Leider nicht. Aber hier haben wir ein kleines bisschen Unterstützung, auch wenn es minimal ist. So, wo willst du jetzt hin, Freundchen? Wahrscheinlich zum nächsten Dorf, das unbewacht ist, wo ich noch nicht drauf geachtet habe. Ja, Bronzefestung hat ja wenigstens einen kleinen Zaun. Und das hat schon mal ein bisschen was bewirkt, wenn ich mir das so angucke. So, Schwertbucht. Plündern. Danke. Ausraub. Da. So, dann hau nochmal das Plündern rein. Und nächstes Mal wird es dann komplett niedergerissen. Und du kommst mit. Wir können das auch so abwechseln. Der eine geht sich dann regenerieren und der nächste kommt dann auch wieder her, um zu plündern und so weiter und so fort. Sobald einer nicht mehr kann, bleibt ein anderer da. Und Werner kann dann auch noch mithelfen später. Sobald sie sicher genug ist. Wenn es mal sicher genug ist. Wir sehen ja, dass es mit der Sicherheit nicht so weit her ist, oftmals. Nicht das wieder. Die Erfolgschance feindlicher Helden sinkt ja sowieso mit besserer Mauer. Von daher müssen wir da auch die Mauern weiter ausbauen. Dass die sich hier verkrümelt haben, gefällt mir gar nicht. Ich glaube, die wollen dann bitte da runter. Vielleicht... Ne, ich mache dann doch lieber erstmal die Mauer hier. 5% weniger Chance ist schon mal was. Hier kann ich wegen dem letzten Erfolg bestimmt wieder nicht ordentlich meucheln. Ah, hat sogar geklappt mit 35. Sehr schön. Hm.
Wenn jemand Stufe 30 ist, dann geht's ab. So, mein Freund. Ich könnte dich auch noch aufleveln. Ja, so langsam wird's doch, würde ich sagen. So langsam wird's doch. So langsam wird's, Haus. Weiter aufwerten, bitte. Hier haben wir eigentlich schon ganz genug Wachstumsbonus. Da brauchen wir nicht extra das andere Gebäude. Alles klar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle erstmal wieder fürs Zusehen. Und wir schauen dann mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht.